Eine der Taucheruhren, die hier in der Vergangenheit etwas zu kurz gekommen ist, ist die SLR 025 von Seiko. Das Modell wurde 2018 vorgestellt, als limitierte Auflage, ist also im Jahr 2024 so vermutlich nicht mehr im Fachhandel verfügbar. Umgekehrt habe ich mich in den letzten Monaten vor allem um Neuheiten gekümmert. Damit ist auch erklärt, warum das Thema hier etwas zu kurz gekommen ist. Gleichzeitig kann heute die Lücke geschlossen werden und das Büro dazu wurde etwas verlegt. Das heißt, es gibt gleichzeitig auch noch die Möglichkeit, die Uhr in ihrem Element zu sehen, denn dafür wurde sie eigentlich geschaffen. Und zwar erstmals in den späten 60er Jahren. Bei der SLR 025 handelt es sich um eine Neuauflage der ersten Taucheruhr der japanischen Uhrenmarke, die bis 300 Meter wasserdicht war und dazu noch mit einem Einschalengehäuse ausgestattet worden war. Das heißt, der Gehäuseboden ist hier in einem Stück mit dem Gehäuse verbunden, kann also nicht geöffnet werden. Umgekehrt heißt das auch, dass das Werk von oben eingesetzt werden muss und damit die Reparatur oder die Wartung einer solchen Uhr etwas aufwendiger ist als bei einer herkömmlichen Uhr, wo einfach der Gehäuseboden aufgeschraubt werden kann. Eine weitere Besonderheit, mit diesem Modell hat Seiko die Krone von 3 Uhr auf die Position zwischen 4 und 5 verschoben, um die Ergonomie des Modells zu erhöhen. Und als Besonderheit, die auch hier wieder zu finden ist, ist ein sogenanntes Schnellschwingerwert verbaut worden. Hier das 8L55, das mit 36.000 Halbschwingungen arbeitet und damit natürlich einen butterweichen Lauf des Sekundenzeigers über das Zifferblatt ermöglicht. Einen wirklichen Nutzen gibt es für den Einsatz als Taucheruhr nicht. Viel eher wäre das für einen Chronographen sinnvoll. Umgekehrt ist es natürlich gerade für werksmüde Sammler eine mehr als willkommene Abwechslung, ein solches Werk in der Kollektion zu haben. Die Uhr ist mit einem schwarzen, nicht Kautschuk, aber Gummiband ausgestattet worden, mit einer Dornschließe. Müsste von den Proportionen her eigentlich über einen Neoprenanzug passen, das werden wir aber gerade im Anschluss noch sehen. Der Durchmesser liegt bei 44,8 mm. Den sie recht gut kaschiert, meiner Meinung nach, aber dafür baut sie relativ hoch. Mich stört es nicht, ich finde das Ganze steht ihr hervorragend. Insgesamt die Lünette auch etwas höher als bei den Nachfolgemodellen, die in den späten 90er Jahren, respektive frühen 2000er Jahren lanciert worden waren unter dem Namen Marin Master, also die SPDX001 und die Nachfolgemodelle mit einem kurzen Unterbruch des Namens Marin Master, der aber jetzt wieder auf internationaler Ebene im Einsatz ist. Und entsprechend findet sich in der Kollektion von Seiko auch immer wieder mal das eine oder andere Modell, das im Prinzip eine Nachfolgerin von diesem Modell ist, die wiederum ebenfalls eine Nachfolgerin des Originals aus den 60er Jahren ist. Auch das moderne, auch die aktuelle Umsetzung ist bis 300 Meter wasserdicht. Das ist insofern mehr als ausreichend für Tauchgänge. Als Besonderheit kommt durch das Einschalengehäuse die Zertifizierung als für Sättigungstauchgänge geeignet dazu. Eine unglaublich spezialisierte Form des Tauchens, die überhaupt nichts mit dem regulären Sport oder Freizeittauchen zu tun haben. Aber wie so oft in dieser Industrie und auch in dieser Sportart, etwas Sicherheitsreserve schadet nie. So, wer mehr über die SLR 025 von Seiko erfahren möchte, im Beschrieb des Videos hat es wie gewohnt einen Link. Dort gibt es massig zusätzliche Informationen, sowohl über die SLR 025 als auch über deren Vorgängerinnen und natürlich rund um das Thema Marin Master im Generellen. Damit Film ab für ein paar Detailaufnahmen des Modells mit etwas weniger störenden Wellengeräuschen im Hintergrund. Und wer Fragen hat, kann wie immer gerne das Kommentarfeld benutzen. Ich freue mich über ein Like, sofern Videos wie diese natürlich gefallen haben. Und würde mich noch mehr freuen über ein Abonnement dieses Kanals, weil damit kann ich etwas besser steuern, dass solche Inhalte auch in Zukunft ganz automatisch in den richtigen Kanälen auftauchen.